Der Platz ist voll. Ja, was machen wir denn? Dann müsst ihr noch da drüber. Oben rum. Ja. Ja, es haben sich so viele versammelt, der Platz ist überfüllt. Ja, das ist unglaublich. Und jetzt kann da noch eine Fotografin dann aufkommen, wo sie mit kleinen, mit der seltsamen Maske am Mund hier vom Haken und dann ist er dann die nächsten Bilder. Ja, genau, du bist hier, komm raus. Mein lieber Vater! Thank you.
Corona Reset. Nachdem er mir gesagt hat, dass man sonst auch eine Strafanzeige ja gegen mich machen will. Also ich würde das gerne umsetzen, aber es gibt nur mal Grenzen des Menschenmöglichen. Danke fürs Protokoll. Sämtliche Abfälle, die bei dieser Versammlung anfallen, sind vom Versammlungsleiter zu entfernen und selbst zu entsorgen. Den Weisungen der Polizei und der Versammlungsbehörde ist Folge zu leisten. Die sofortige Vollziehung der Regelung unter erstens Versammlungsbestätigung und zweitens Auflagen wird gemäß § 80 Absatz 2 Nummer 4 der Verwaltungsgerichtsordnung angeordnet. So, noch einmal die Auflagen bitte hier. Bitte macht alle, die eine Maske auch beim Einkaufen tragen, tragen bitte ihre Maske. Und wenn sie die im Alltag tragen, wer einen Attest besitzt und noch nicht das Face Shield abgeholt hat, geht bitte zum Ordnungsamt und holt sich ein Face Shield, sofern er keins dabei hat. Ansonsten bitte Hubschrauber machen.
Also wir würden die Auflage gerne umsetzen, aber ich erfahre soeben, dass das Ordnungsamt die erforderlichen Trace Shields nicht zur Verfügung stellt. Und da ja hier jetzt nach dem Versammlungsgesetz, § 8 Versammlungsfreiheit, wir jetzt halt hier sind und auch daran teilnehmen wollen, ist das eine Möglichkeit, die ich nicht umsetzen kann. Hiermit teile ich der Polizeibehörde mit, dass ich nicht in der Lage bin, für alle Menschen, die einen Attest besitzen, eine Plexiglasscheibe durchzusetzen. Ich bitte das zu notieren, dass der Veranstalter das probiert hat. Der Ansprechpartner des Ordnungsamts muss übrigens genauso vor Ort bleiben wie ich, wollte ich nur sagen. So, verteidigt bitte, da hinten ist noch Platz. Wir haben sogar Pferde heute dabei, das hatten wir auch noch nicht bisher. Also eine berittene Staffel der Polizei ist auch im Einsatz. Der Wahnsinn. Wer räumt die Pferde jetzt wohl auf? Bitte die Abstände einhalten. Wenn die Abstände einhalten, verteilt euch über den Platz. Es ist nicht so wichtig, dass ihr uns seht. Ich weiß nicht, ob da hinten ein Absperrband ist oder ob man die Fläche noch nutzen kann. Vielleicht ist die Möglichkeit, die vorangeht, die nebendran liegende Straße noch zu sperren für die Polizei, damit wir auch diese Fläche weiter benutzen können. Wir würden gerne die Auflagen einhalten. Ja. Bitte die Plakate mit den Herrschaften in Gefängnisuniform runternehmen. Danke. Oder hier vorne abgeben. Wir können sie hier sicher aufstellen. Damit ihnen nichts passiert, wir stellen die hier auf, damit keiner die hochhalten muss. Bitte die Plakate mit diesen schmähenden Abbildungen hier abgeben, damit wir sie sicherstellen können. So, wir müssen noch darauf hinweisen, Abstände und die Pflicht zum Maskentragen gilt natürlich nach der Verordnung für alle Menschen hier in Baden-Württemberg. Das heißt, auch die Bürger in Uniform sind dazu verpflichtet, Abstände einzuhalten, Masken zu tragen. Ich bitte darum, das auch einzuhalten. Das gilt übrigens auch dann, wenn man eine Ordnungswidrigkeit feststellt. Denn wenn man der Auffassung ist, dass die Verringerung des Abstandes eine Gefährdung für Leib und Leben ist, dann bitte ich jeden Polizisten, nur für das Feststellen einer Ordnungswidrigkeit sollte man nicht das Leib und Leben der anderen Menschen gefährden. Das heißt, ich persönlich sage das immer, wenn mir die Polizisten zu nahe kommt: Halten Sie Abstand oder wollen Sie mich töten? 1,50 Meter, weil ansonsten töten Sie möglicherweise auch alte Menschen in diesem Land. Machen Sie das nicht, halten Sie Abstand zu mir. Es ist wichtig, dass die Polizei, sollte sie Atteste oder Personalausweise kontrollieren, dass die Polizei vorher die Hände desinfiziert oder wenigstens einmal Handschuhe trägt, die nach jeder Kontrolle bitte zu entsorgen sind. Wir leben in Infektionszeiten. Es geht um einen Biogefahrenstoff der Kategorie 3. Und das heißt, auch die Polizei muss sich...